Was geht ab? Ich kam heute extra laggy. Ach Gott. Auf geht's in den Bowserfight. Grinden. Grinden, bis er irgendwann eventuell umgibt. Oh, das fängt schon an. Konter den Swing. Es ist so verschissen heiß. Wir sind bei fast 31 Grad angekommen. Jumper. Was ist das? Wuh! Das gibt es nicht. Ja, dann skippe ich, weil... Sehr gut. Wow! Wow! Was? Ach komm schon! Triple Verwaschung. Er macht natürlich extra länger diesmal. Das gibt es nicht, dass ich da jetzt schon wieder verfehlt habe. Fuck. Nein, das lief so gut und dann habe ich es verschissen. Ich bin zu hoch gesprungen. Schade. Ich finde das so geil, dass wenn die Eisphase war, dass der... Ja, wo hätte ich da hin sollen? Ja, das war's. Ach so, scheiße. Das ist das beschissenste Setup, das man haben kann. Weißt du was, töte mich. Ich liebe es einfach. Wow, wenn ich sterben will, sterbe ich nicht. Ich liebe es einfach, wie er jedes Mal die Länge des Turtle Powers. So, hi, die Bedingungen, über die ich vorher wegen dem Rätsel gesprochen waren. Jede Entity hat einen uniken Wert gegeben durch den Umstand. Warum verrätst du mir das jetzt? Ich hab's nicht nach oben geworfen, okay. Werde ich hier jetzt eiskalt gespoilert, unglaublich da. Danke. Was war so klar? Dass jede Entity einen uniken Wert hat, das war mir irgendwo klar. Von 1 bis 9. Hab ich irgendwo einen Fehler gemacht? Ich glaube nicht. Bin ich behindert? Wo ist das? Da ist es. 1, 2 und 4 habe ich herausgefunden.
Und es hat mir den Ding auch noch genommen. Gratulation. Ich weiß nicht, wodurch der Noteblock jetzt, Noteblock, der Throwblock zerstört wurde, aber ja. Warum brennt meine Lippe? Warum brennt meine Lippe mit schon wieder? Das ist typisch. Diese Steine hasse ich so dermaßen. Bouncen die jedes Mal anders oder bound machen die jedes Mal so einen Hardcore-Low-Bounce? Ausgezeichnet. Ja, GG. Wow, ich hab die Scheibe verfehlt. Gratulation an mich. Das ist, er hat sowas von einem Input Reader. Nein, das ist das andere Level, das mir übrig geblieben ist. Das Rätsel ist immer noch offen. Ja, GG. Double GG, was das tut mich. Das Rätsel ist genau rechts über mir. Und da ist das andere Level, wo Bowser ist. Das gibt es doch nicht. Mit allem habe ich gerechnet, aber nicht damit. Ja, du hast mir nicht wirklich zu viel verraten, also ja. Also, dass die Gegenstände Werte von 1 bis 9 haben, das habe ich mir schon soweit gedacht. Fick dich halt, du Bastard, hässlicher. Er hat beides mal die Shell gedodged. Das kann es nicht sein. Kannst du das sonst irgendwie weiter? Nein. Ich habe original herausgefunden. Was ist BS? Blue Shell ist 1, Spring ist 4 und Silver P-Switch ist 2. Ich weiß nicht, was die Namen bedeuten. Ich weiß nicht, was die Bilder bedeuten. What the fuck, wie habe ich den zerstört jetzt? Shit! Ich hätte mich einfach umdrehen sollen und durchrennen sollen. Und ich habe eigentlich gedacht, dass ich in dem Level noch irgendetwas unter einem Stich freischalte oder irgendwas sehe, was ich bis jetzt noch nicht gesehen habe. Oh, ich habe den Jump gedrückt. Aber deinem Kommentar zufolge wird dem eher nicht so sein. Also nach den Flammen die Hämmer zu werfen, ist schon eine Frechheit.
Fick diese fucking Steine, Alter. Ah, shit. Wow. Schön. Es gibt es nicht, dass er dich verfehlt hat, Alter. Fuck my life. Wie ist das Leben ohne Smash? Warum ohne Smash? Ich spiele ja immer noch, mache immer noch mein tägliches Match erstens und zweitens. Beschissen, ich habe heute geragequittet. Es lief heute wieder mal katastrophal schlecht. Ich habe gegen einen Mi-Gana gespielt als Donkey Kong und der hat die ganze diese Granaten gespammt und ich kam nicht von der Ledge runter. Weil als DK komme ich da nicht von der Ledge runter, ich habe keine Möglichkeit. Und da habe ich dann drauf geschissen, weil Mi-Gana, der die ganze Zeit wegrennt und Granaten spammt, hat einfach nur Spaß gemacht. Also, das Smash-Leben war heute sehr miserabel. Aber das ist es öfters. Ja. Beste Kombination, die man haben kann. Danke. Das gibt es doch nicht. Ja, und er hat alles zerstört und mich auch noch gehittet. Bitte stirb einfach. Mit irgendwas, ich habe mit Bowser zwei Matches gemacht durch, oder ein Match. Also ich bin heute nur zerstört worden, da habe ich es dann direkt aufgegeben. Weil man dachte, fuck it. Wenn Smash mich heute nicht haben will, dann scheiß ich drauf. Du sollst es nach oben werfen und nicht zur Seite. Wow. Ich habe nach... Das ist die dritte... Also das tötet mich. Shell into Turtle Powers geht einfach nicht. Dafür hatte ich gestern Nacht, ich weiß nicht, wann ich es gespielt habe, nach langer Zeit mal wieder ein K-Rule Match gespielt gegen eine Patulena. Und hab sie ziemlich gut zerstört mit einem Two-Stock. Ja, mal wieder, töt mich einfach. Und so wie ich gespielt habe, ich habe nur das eine Match gemacht. Und so wie ich gespielt habe, merke ich, dass mir dieses Bring alle in Elite Smash rein, glaube ich, ziemlich gut getan. Fick dich doch, ziemlich gut getan hat. Natürlich habe ich immer noch meine absoluten Gotting-Tage, wo einfach nichts läuft. Gratulation. Aber da habe ich definitiv gemerkt, hey, ich spiele es ganz anders. Ich sehe es ganz anders, ich spiele es ganz anders. Und durch die Challenge... Es tut mir weh, das zu sagen. Ja, natürlich. Durch die Challenge habe ich irgendwie einen anderen Charakter noch...
Lieb geworden ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber er macht mir mehr Spaß, als ich es erwartet hatte. Fick dich dann halt ins Knie. Und hab sogar mit denen dann ein Match einfach gemacht und das auch gewonnen. Ich habe vergessen, gegen wen. Und ich habe kurzzeitig mit den Gedanken gespielt, ob ich mich mit dem Charakter ein bisschen mehr auseinandersetzen sollte. Aber allein der Gedanke daran ist halt echt ekelhaft. Fuck me. Olimar. Das ist wirklich ekelhaft. Wie hat mich das jetzt getroffen? Ja, jo, Inge. Bowser again. Here we go again. Oh shit, here we go again. Hast ja keine Entschuldigung mehr, kein Pikmin zu spielen. Ich finde Pikmin langweilig. Ich finde das halt langweilig. Ich kann mich hinsetzen und es spielen. Ich meine, du bist schon so lange dabei. Bald könntest du dir das Spiel wahrscheinlich eh wünschen. Nein! Warum der Hammer? Vor allem die ersten Pikmin, glaube ich. Ich würde mir 4 noch irgendwo einreden lassen. Das ist, dass man sagt, jo, probier's halt mal. Aber der Scheiß ist auch Full Price, oder? Ein 5-Wall. Lange nicht, bei mir kommt nichts zusammen, weil kein Geld versappt. Da stehen solide 100k. Ernsthaft nur? Wirklich? Also ich hätte schwören können, dass du bei mindestens 500k bist. Diese Hits. Wow. Nein, das war dumm. Ich dachte, dass das zuerst kommt. Ja. Wow. Heißt Entwickler Nintendo? Full Price. Warte. Rein aus Interesse. Pikmin 4. Schau es im Angebot. Statt 60 Euro für 48,52 €. Was für ein Angebot. Es ist schon ein arg teurer Spaß. Pikmin 1 plus 250 Euro, Pikmin 3 für Pikmin 4 60 Euro. Ja, aber will ich mir wirklich 1 und 2 antun? Ich habe gehört, dass 1 und 2 eher wirklich langatmig sind. Ich meine, ist mir bewusst, dass man erst in die Pikmin-Vibes reinkommt, wenn man es von Anfang an spielt und damit man der unter Anführungsstrichen komplexen Story folgen kann. Nintendo Fan ist schon fast für 90% Rabatt, da muss er zugreifen. Wir hatten beide aber heute ein Meeting und die anderen waren Indiz sehr glücklich, dich als Tester zu haben. Ja, nice. Ich habe gesehen, dass ihr Meeting hattet. Ich hatte zufällig Discord zu dem Zeitpunkt offen. Gratulation an mich. Aber freut mich. Ich glaube, wenn ich was gut gelernt habe über die... Fuck my life. Über die Zeit, dann ist es... Mal abgesehen davon, dass ich ein Hardcore-Riesen-Varieté an Games gespielt habe und vieles dazugelernt habe über die Jahre, kann ich auch, glaube ich, gut Wünsche, Beschwerden, Kritik und sonstige Anregungen ganz gut darstellen, ganz gut kommunizieren. Fuck my life, Alter. Natürlich, ich lande direkt in den Flammen.
Leck mich, du Hurensohn. Und an die Spieler anpassen kann ich mich auch relativ gut, wenn sie wenigstens halbwegs was taugen. Ich glaube, das habe ich auch mehr als genug bewiesen. Also wenn mir ein Spiel zusagt, dass ich da viel Enthusiasmus reinstecke, und selbst wenn es mir nicht zusagt, dass ich dem Ganzen wenigstens irgendwie eine Chance gebe. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Wie kann ich diese Timings jedes Mal so... What? Leck mich. Ich finde Pikmin 1 plus 1 schon gut, aber es liegt daran, dass ich den Bullshit darin auch schon ein bisschen mag, vor allem in 2. Ich hatte erst heute in Dennis' Stream... Ich gab eine fast zweistündige Unterhaltung. Ich hätte eigentlich ganz was anderes machen wollen. Und dann haben wir über das Thema Nintendo und Games und sonstiges geführt. Und da habe ich halt, naja, gerantet ist jetzt falsch ausgedrückt, aber da habe ich halt meine Meinung dazu gesagt, zur Qualität von Nintendo-Spielen und was ich halt nicht cool finde, was Nintendo so die letzten Jahre produziert hat, etc. pp. Etc. pp. Also war eine auf jeden Fall sehr interessante Unterhaltung. Auch für ihn. Ja, GG. Ja, GG. Vielen herzlichen Dank, RNG, dass es wieder mal so zerstört wird. Ich hasse euch so viel. Ja, genau in die Flamme hinein. Er dodgt es mal wieder meisterhaft. Reicht, dass du streamst, bist du sehr schon gewohnt, deine Gedanken mitzuteilen. Ich weiß nicht, wie aktiv die anderen das tun in den Videos. Eben, das ist auch, das kommt auch noch dazu. Dass ich, glaube ich, mittlerweile doch relativ gut darin bin. Nicht bei allen, nicht immer, aber sehr aktiv meine Gedankenprozesse, Gedankengänge zu verbalisieren. Das beste Beispiel, wo es mir schwerfällt, ist bei so Games wie Baba Is You. Da mache ich das nur alle Zeiten, weil bei so absolut wirklich ein Puzzle-Games, wo ich viel nachdenken muss, fällt es mir schwer, die ganzen Gedanken, die ich da so habe, verbal zu verfassen, weil es dann doch viel Konzentration verlangt. Es macht mir ein bisschen Angst, dass du es nennst, den Bullshit darin. Meine geistig-moralischen Mechanismen sind mysteriös und komplex. Das habe ich nicht gesagt. Diese scheiß Milchpackung, die umfällt. Ach, fick dich doch, du. Hässliches Mistviech, Alter. Gratulation. Diese dreifachen Flammen sind einfach so asozial. Ich habe es kein einziges Mal geschafft. Und dann auch noch bei Eisphysik. Beste Kombination, die man haben kann. Natürlich. Ja, wir hatten eine sehr ausgiebige Diskussion. Eigentlich habe ich hauptsächlich mit Dennis darüber gesprochen. Ein paar Leute haben sich eingeschalten. Ich glaube, das ist sogar nicht, das ist sogar, sondern nicht, ich denke, das war sogar weit über an Bash-Niveau an Copium und Nintendo Fanboying. Und ich habe im Endeffekt eh seine Kommentare dann komplett ignoriert, weil mir sowas dezent am Piss geht. Thank you.
Genauso wie der Kommentar, weil ich gemeint habe, dass die FPS, dass man im Jahr 2024 30 FPS und nicht einmal konstant hinkriegt auf der Switch, kam er mir mit, jo, PS5 kann auf 8K gerade einmal 30 FPS schaffen. Okay, cool. Danke für den Kommentar. Ich mag es sehr, wenn Entwickler auf irgendwelche Game Design Gepflogenheiten scheißen und sich denken, ja, das wäre kacke, aber extrem lustig auch, deswegen habe ich gerade auch so Spaß an Lost Level. Ich verstehe. Ich nicht. Ich wundere mich bis heute noch, warum ich bei Twilight Princess angeln muss und mit Ziegen ringen, damit ich das dann mit den Goronen mache. Als hätte ich das nicht im späteren... Natürlich kommt jetzt eine Five Wall. Also wenn das kein Input Reader hat, dann weiß ich auch nicht. Als hätte ich nicht das später bei den Goronen lernen können. Nein, ich musste es am Anfang als Tutorial machen. Gott, Nintendo und Tutorials. Nein, gibt nix. Ich mag es sehr, wenn... Achso, das habe ich schon gelesen. Du schaffst ja nicht nur 480p in 30 FPS, ja. Wenn ich lasse, wurmt mich auf Paper Mario 2, weil einfach die 60 FPS nahezu problemlos auf Konsole klappt, ohne große Anpassungen. Der 60 FPS macht ja. Sorry, dann verzichte ich halt auf diese 50.769 super fancy Animationen. Gib mir ein flüssig laufendes Spiel. Ach, fick mein Leben, Alter. Aber bloß Animationen. Fuck me, Alter. Gott, wie ich diese Steine hasse. Wie hatte ich das nicht erwischt? Wie? Ja, fuck you. Ich hab das bei unserem Spiel direkt angesprochen. Wir werden einen Fast Mode einbauen. Oh. Warte mal. Ich meine, geil, Fast Mode immer geil. Habe ich irgendwas wegen Animationen erwähnt? Ich würde mich nicht erinnern, dass irgendwelche großartigen Animationen da sind. Happy Affiliate, thank you so much. How's it going, Rhino? Ach so, okay. Wollte mich gerade sagen, ich hätte keine Animationen im Kopf, die mich... Off to bed now, where you're tired. Understandably. Being tired also always sucks, so getting to bed is a good idea, is a good plan. Shit.
Es wird nämlich sicher noch die ein oder andere Animation dazukommen. Für Clarification, Verbildlichung oder halt einfach Untermalung, okay. Wenn wir gerade eben dabei waren, kannst du auch zählen lassen. Was denkst du, sind meine drei liebsten Nintendo-Plattformen? PC, Xbox und PS5. Definitiv. Wow. Das sind doch keine Emulatoren, oder? Also 3DS auf jeden Fall auf Platz 1. Aber jetzt wird's dann schwer. Five-Wall. Waiter, nicht nur Five-Wall, gleich drei Four-Walls hintereinander. Tot. Du schließt direkt das Offensichtlichste aus, was? Meinst du die Switch? Ich glaube nicht, dass die Switch zu deinen Top-Konsolen gehört. Ich glaube, dass die Wii ganz oben ist. Es ist dieser Bait, ich hasse ihn einfach. Er macht's einfach noch. Switch, SNES und 3DS ist der 3DS. Wirklich? Switch? Zwischen SNES und GameCube war ich hin und her gerissen. Aber die Switch hätte ich nicht gedacht. Never. Okay. Ich hab's ein bisschen. Ich muss selber rein jetzt. Switch? Na. Also, wie es zu der Diskussion bei Dennis kam, kann ich eigentlich anfangen zu clarifyen, sage ich jetzt mal. Oh, wow, ernsthaft? Switch hat Maker 2, das ist für euch beide der Grund. Was wollte ich sagen? Wie es zu der Diskussion kam, er sagte, dass die Switch in unter Anführungsstrichen Geschichtsbücher eingeht. Und zwar, dass mehr davon gesprochen wird, als wir heute über SNES reden. Da habe ich gesagt, dass es nicht stimmt. Und ich bin der Meinung, dass die Switch ziemlich schnell in Vergessenheit geraten wird und nicht diesen Kultstatus wie SNES haben wird. Aus dem simplen Grund. NES war damals ja die erste große Spielkonsole, mal abgesehen von Atari und dergleichen. Und der Sprung von NES zu SNES war immens. Das war so ein technologischer Vorsprung, den man sich kaum vorstellen konnte. Und die Switch ist meiner Meinung nach einfach nur eine Konsole mittendrin in diesem technologischen Fortschritt. Es geht immer schneller und schneller und besser. Wii hat den Kultstatus gehabt, mal abgesehen von Wii Sports. Wii Sports ist ein großer Grund, aber diese Bewegungssteuerung, diese getrennten Controller, das war damals so BAM! Bei Switch, ja, du hast eine Heimkonsole, die du auch portabel machen kannst. Viele Leute wollen das so beibehalten und feiern das. Ich bin ein absoluter Gegner davon, weil du kein Game wirklich gescheit. Die Leute müssen die doppelte und dreifache Arbeit reinstecken, damit du es
im Normalfall unter normalen Umständen und gescheit zocken kannst und dass es auch noch im Handheld flüssig läuft. Und dieser Kompromiss, diese Arbeit dahinter, die wollen sich so viele Entwickler nicht. Nicht einmal Nintendo will sich diese Arbeit antun, geschweige denn, dass sich irgendwelche Third-Party-Entwickler dahinsetzen oder Indie-Game-Leute. Ich für meinen Teil, ich habe sicher an die über 3000 Stunden in der Switch reingesteckt, an Spielzeit. Und ich mag die Konsole nicht. Ich mag sie einfach nicht. Ich mag sie aus vielen Gründen nicht. Ich glaube, die Unterhaltung hatten wir schon x-fach. Und meiner Meinung nach ist, dass die Switch ziemlich schnell in Vergessenheit geraten wird. Deswegen bringen sie halt alte Spiele nur minimal hübscher, die brauchen eh keine Performance. Das ist richtig. Sie bringen alte Spiele zum Vollpreis, nämlich. Das ist nämlich die größte der größten Frechheiten. Ich finde auch den NDS schon fast krasser, das stimmt allerdings, ja. Deswegen halte ich SNES auch so weit oben. Die wurden die Spiele zum ersten Mal richtig, wirklich richtig, richtig gut, ja. Weiters finde ich immer wieder die Diskussion lustig, dass man sagt, upsie daisy. Wann kommt Nintendo mit der Next-Gen-Konsole? Wann war zum letzten Mal Nintendo bei einer Next-Gen-Konsole dabei? GameCube? Naja. Achso, 4200. Was meinst du mit naja? Ich dachte, du willst mir widersprechen, dass Nintendo Next-Gen-Konsole rausbringt. Das wird, finde ich, den Spielabbot am Ende doch zu krass. Es sind 90 Spiele, die am Ende von Nintendo gepublished wurden. Und auch wenn man Remix absieht, hast du damit eine ganze Menge Spiele. Jo, das sagst du, genau dieselbe Argumentation, die jeder Mann inklusive dir über Mario Kart 8 bringt. Wir brauchen kein neues Mario Kart, das wird sich ja immer noch verkauft. Wenn es nichts Neues gibt, dann kann sich das nur so verkaufen. Es wurden 90 Spiele aus dem Hause Nintendo für die Switch veröffentlicht, jo. Weil es die längst laufende Konsole ist, weil sie einfach nur immer noch keine Konsole rausgebracht haben. Natürlich bringen es dann mehrere. Ich spiele literally gerade Mario Kart Wii, weil ich Mario Kart auch nicht nach fair enough. Ja, Geschmacks, aber ich fand zum Beispiel, dass es ein gutes Jahr, was das angeht, das waren einfach ein Arsch voll Spiele, die mir gefallen haben. Ich habe halt mittlerweile eben einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Eben unter anderem auch aus Gründen, dass ich warum wirfst du keine Shell? Ich warte die ganze Zeit, dass du endlich eine Shell wirfst. Du hässlicher, pickeliger Bastard aus der Hölle. Faden verloren. Dadurch, dass ich einfach so. Wie viele Hits nimmt der eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ich bin bis 5 Hits, glaube ich, gekommen. 4 oder 5 Hits war das Maximum, was ich geschafft habe. Weil einfach viel schwieriger ist als der zweite. Dadurch, dass ich einfach so dermaßen viele Spiele übers Jahr spiele und mittlerweile hauptsächlich eigentlich Indie-Games oder von anderen Publishern als Nintendo, habe ich kennengelernt, was alles möglich ist, welche Spiele, welche Arten, welche
komplette Brain-Teaser. Was ist das schon wieder, dass 3 4er-Walls hintereinander kommen? Deswegen finde ich das seitens Nintendo eigentlich eher schwach und eher wirklich für... ohne jetzt zu beleidigend zu wirken, grenzdebile Mongos. Und da nehme ich als bestes Beispiel Origami King oder Mario Wonder. Yay, Animationen! Yay, Filmchen! Yay! Yay, Farben! Fuck my life, Alter. No, es ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Ja, lol. Erstens auf jeder Spieler, weil es die längste Konsole ist, aber auch weil die Handheld- und stationäre Entwicklerteams zusammengelegt haben. Danke, das ist auch noch etwas, was ich jedes Mal vergesse zu bedenken. Es gibt keine Handheld-Konsole mehr. Und wenn du so rechnest, die Spiele, die auf 3DS und auf Wii, Wii U kamen, zusammengelegt, hat sich ja auch sau viel ausgemacht. Also. Und wenn man Low-Quality-Games à la... oder ich will es nicht als Game bezeichnen, Low-Quality-Demos zum Fullpreis à la Switch Sports rausbringt, kein Wunder, dass man viele Spiele rausbringt. Oder halbfertige Spiele wie Mario Tennis Aces, Mario Strikers. Ich meine, Golf war auch eigentlich so gesehen beim Release ein halbfertiges Spiel, was sie erst dann nach und nach gepatcht haben. Fick mich doch. Aber bei Golf haben sie wenigstens noch ein bisschen was an unterstrichen Content dazu gebracht. Wobei ich überlege gerade, sind das... nein, es sind auch Maps gewesen, es sind nicht nur Spieler gewesen. Oder Charaktere halt, nicht Spieler. Und ich habe den Blockjump schon wieder verkackt. Ein One-to-Switch, ich habe es mir gekauft und es liegt immer noch da. Und ja, One-to-Switch und One-to-Switch Remastered HD Super Ultra Plus oder wie der zweite Teil auch immer heißt, wird auch wahrscheinlich nicht so high effort gewesen sein. Ich überlege gerade, welches Game war das? Achso, Miitopia ist ja auch eigentlich ein Remake. Miitopia haben sie auch nicht sehr viel Effort reinstecken müssen. Okay. Meister Dodger des Ultratodes. Also ja, da... ich kann dich verstehen, dass du das cool findest. Aber dann komme ich halt mit dem Argument Masse statt Klasse. Die Mario Party Games sind eigentlich auch ziemlich frech. Fullpreis für Games, die so wenig Bretter wie denn je hatten. Highfall! Arschlöcher. Und gedodged, natürlich. Wieder mehrere 5 und 4 Walls hintereinander. Ich liebe es.
Und ja, ich weiß, ich klinge sehr bashy. Und du wolltest etwas Happiges mitteilen, aber. Ich wollte einfach auch nur den anderen Aspekt des Ganzen abliefern. Töt mich einfach, fuck it. Das, was sie mit Strikers gemacht haben, das werde ich ihnen nie verzeihen. Das werde ich literally nicht verzeihen. Ist by the way auch eigentlich mehr eine Demo gewesen, die sie released haben, als dass sie ein volles Game released haben. By far, aber zum Glück die anderen ein bisschen sozialer. Ah, fucking Ice Physics, Alter. Das gibt es nicht. Wie soll ich das dodgen, Alter, wenn ich nicht direkt sehe, dass die Hammer jetzt kommen? Das ist so unfair. Der Hammerangriff ist einfach nur unfair. Also wenn der auch hier wieder drei Phasen hat, dann fuck that shit. Wirklich. Da wolltest du auf Mario Basketballspiel vom NDS? Ich hätte voll Bock auf Mario Party 4, am besten Volleyball spielen. Volleyball in Mario Party 4 war einfach eine 10 von 10, ein 10 von 10 Game. Fuck. Fuck. Volleyball war Mario, nein, 4. Also, kann sein, dass es bei 5 auch gab, aber im 4 war Volleyball ein eigener Modus. Ich glaube, den musste man freischalten, indem man den Story-Modus durchspielt. Das gibt es nicht. Es trifft mich und es nimmt mir 2 Damage weg. Was sind 5 Worte? Gab es denn von Anfang an? Okay. Ich kenne auch einen Volleyball von dem Partyspiel, aber von Rayman. Das war auch lustig. Also, hands down, das beste Volleyballspiel ist und bleibt Blob Volley. Wegen Klasse statt Masse, Masse statt Klasse. Habe ich auch 2021 so betont, weil Todd Wonder und Pikmin 4 rauskamen und auch wenn du die nicht magst, sind halt Spiele, die extrem gut ankamen. Wie geht es aber zu sagen, dass die auch gereicht hätten in dem Jahr? Gut ankommen heißt in der heutigen Zeit beim besten Willen nicht mehr, dass es tatsächlich gut ist. Das kannst du bei Filmen und Serien auch ganz besonders sehen und bei Spielen sowieso. Weil wenn du so rechnest, dann ist League of Legends oder Fortnite sind die besten Games, die es gibt. Die Flammen waren halt noch da. Oder Roblox oder was auch immer. Mario Kart 8 kommt auch mega gut an. Schau dir die Verkaufszahlen an, schon seit Wii U. Du magst es trotzdem nicht. Also über Tears of the Kingdom werde ich nicht viel Negatives sagen. Ich habe keinen Grund darüber, irgendwas Negatives. Ich habe es nicht gespielt, ich habe nicht wirklich viel davon gesehen. Ich habe minimal was davon gesehen. Ich habe sehr viel davon gehört. Ich weiß nicht, wie man das gescheit dodgen soll. Mag ein extrem gutes Open-World-Game sein. Es ist auf jeden Fall ein Riesenschritt. Ah,
Fuck Me. Ein riesen weiterer Schritt im Gegensatz zu Breath of the Wild gewesen, hat aber immer noch sehr, 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 sehr viele Probleme, in meinen Augen für mich persönlich. Was mich eher an solchen Spielen oder an den ganzen Nintendo Fanboys anspeibt, ist dieses Instant 10 von 10. 10 von 10 Game. Wisst ihr eigentlich, was fucking 10 von 10 heißt? Wisst ihr, was 10 von 10 heißt? Dass es optisch, dass es das objektiv gesehen keinen einzigen Flaw gibt im Spiel. Wow. Und die gibt es einfach bei beiden Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom werde ich, wie gesagt, sonst nicht großartig was Negatives sagen, außer dass es für mich immer noch kein Zelda-Game ist. Es ist auf jeden Fall eine Neuerfindung bzw. ein Vorsprung, eine Inspiration. Ich kann nicht reden und spielen, das geht nicht. Mir fehlt das Wort. Es ist ganz cool. Es ist ganz cool. Nicht für mich. Punkt. Selbiges kann ich auch über Animal Crossing sagen. Animal Crossing, ich weiß, dass das viele Leute feiern. Ich weiß, dass das viele Leute eine absolute Liebe. Die Community, also das Team dahinter für die Community ist riesig und die machen sehr viel dafür. Es ist halt weder mein Spiel noch mein Genre oder sonst irgendwie. Ich kann aber beim Spiel definitiv anerkennen, dass es einen gewissen Gaming-Kult-Status hat oder eine Relevanz für die Welt. Ob aus dem Konzept Totco oder Breath of the Wild noch irgendwas mehr wird, schauen wir mal. Es gab ja mehr als genug Trittbrettfahrer, die das Konzept für sich genutzt haben. Viele haben es meiner Meinung nach wesentlich besser gemacht, siehe Immortal Phoenix Rising. Ich bin selber zum Scheißen. Bitte spring doch ab, Alter. Leck mich. Wanda ist Schmutz. Wanda, ich habe schon vorhin gesagt, das ist Pipo Clap für die zurückgebliebenen Leute, die einfach nur Farben, bunt und Animationen haben wollen. Das sind genau dieselbe. Das ist die perfekte Zielgruppe von Stray. Yay, Katzi! 10 von 10 Game! Game des Jahres! Du rennst mit einer Katze rum, miaust ein bisschen rum, haust einen Schalter um, haust das um, Game fertig. Wow, bahnbrechend. Hallo Jesse. Ja, aber ich mag ein Spiel nicht, heißt nicht, das Spiel ist schlecht und umgekehrt. Ist auch korrekt, ja. Das eine ist, ich mag ein Spiel nicht, das ist der subjektive Part. Das Spiel ist schlecht, ist ein objektiver Part. Vielleicht weiß ich, dass Mario Kart Wii auch kein wirklich gutes Game ist und ich zock das gerade. Ich mochte Mario Kart Wii nicht. Ich mochte nicht, weil sie da sau viel... Hallo Dennis, vielen Dank für den Raid. Ihr kommt zur richtigen Zeit mit den richtigen Diskussionen. Ja, ich führe die Diskussion über Nintendo gerade fort. Mit einem Nintendo-Fanboy. Und jetzt weiß ich auch, was... Okay, jetzt warten wir erst einmal ab. Nintendo IST King Kappa.
Achso, stimmt. Edi ist ja gerade mal 5 Monate, der kriegt die Yoshis. Ich hab die alten Alerts schon komplett vergessen. Wow! Bist du wahnsinnig? Nintendo IST King Kappa. Och Leute. Dennis, vielen lieben Dank für 5 Gift-Subs. Anonymous, vielen Dank für 5 Gift-Subs. Wer Indie supportet, gehört supportet. Ah, ich bin Indie-Supporter Nummer 1. Also sagt er, dass ich das gesamte Indie-Unternehmen oder die Indie... in die Welt carrier. Oh, jetzt kommt ein seltenes. Nein, doch nicht. Oder? Kommt es? Nein, das ist nur fürs Fortsetzen. Vielen Dank für den Follow. Vielen Dank auch an den Gift-Sub. Das kommt jetzt auch noch. Hier jetzt. Der ärgste Spam hier. Vielen lieben Dank, ihr Lieben. Dankeschön. Du bist mal im Philips Body Groomer, Lurk. Danke, Edi. Dankeschön. Das ist auch recht viel auf Reizüberflutung. Ich fand das was sehr Gutes. Warte, was? Weil wir, glaube ich, wenn du so von Mario Wonder redest, dass du echt deine Probleme mit dem Pizzaturm haben wirst. Pizza Tower ist wieder was Eigenes. Also, Temperatur ist 29,7 Grad. Ich schwitze mich gerade zu Tode. Achso, weißt was? Weißt was? Wir pausieren ganz kurz auch den Timer. Ich sagte, wir pausieren kurz den Timer. Ah ja, so war das. So, damit du das siehst, kurz, Dennis. Falls du noch da bist. Wenn die Switch angeht gleich. Ich wollte gerade sagen, Pizza Tower geht den Wario-Land Approach und davon bin ich ja ein Fan an sich. Und es geht mir nicht über die Überstimulation per se. Bei Pizza Tower spiele ich permanent. Ich renne durch die Gegend, da ist es mir wurscht, ob Überstimulation oder nicht. Also bis zu einem gewissen Grad. Ich sitze nicht da und schaue einfach irgendwas zu. Das ist das, was mich halt aufregt. So, erstens, das ist der Screen, der Lockscreen. Und so schaut meine Switch aus. Also ein bisschen abgerundet und mit Mario-Charakteren als Hintergrund. Und weil du gesagt hast, wie viele Games ich habe, ich scrolle mal ein bisschen runter. Nein, Ordner habe ich nicht reingemoddet. Ich habe die Switch gemoddet, das ist erst Anfang des Jahres passiert und da habe ich sie schon mehr oder weniger gar nicht mehr wirklich aktiv gespielt. Das, was ich hauptsächlich gemacht habe, wofür ich sie tatsächlich gemoddet habe, ich meine, ich kann das auch kurz vorführen, ist für Smash. Die Problematik ist, die Mods, je mehr man hat, desto länger dauert das Spiel zum Laden. Logischerweise, wenn ich das Spiel starte, dauert es so 2 Minuten, bis es tatsächlich startet. Also, das schiebe ich aber nicht nochmal aktiv auf die Switch. Es ist eine massige Anzahl an Mods. Sehr spannend, das jetzt nochmal in unserer Unterhaltung zu sehen. Kann man dich ein bisschen besser verstehen, Gesamtbild und so. Stimmt, ja, eigentlich. Du kennst mich ja
nur schriftlich an sich. Und vielen Dank für den Giftsub. Vielen Dank für die ganzen Giftsubs und Subs, falls ich irgendjemanden ausgelassen habe. Oh, Matthias, dich habe ich ausgelassen. Auch an dich vielen Dank für den Sub. Und danke an die ganzen Follows. Du kennst mich ja nur schriftlich soweit und kennst mich noch gar nicht vom Reden her. Wir waren gerade hitzig beim Thema Nintendo, weil ich das mehr oder minder dann hier fortgeführt habe. Ich habe beispielsweise Mario Kart Wii auch kein wirklich gutes Game ist und ich sage das gerne. Ich bin kein riesen Mario Kart Wii Fan gewesen, weil sie da diese Motorräder und diese ganzen super vielen Extras eingebaut haben. Ich bin ein riesen Double Dash Fan. Also Double Dash ist für mich das größte Mario Kart. Ich bin halt mit allen Mario Karts aufgewachsen. Ich habe wirklich alle Mario Karts durchgemacht. Vielleicht irgendeins von den Game Boy Mario Karts ausgelassen. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, das Mario Kart Advance oder so habe ich ausgelassen. Ich weiß auch noch, Majora's Mask ein gutes Game ist, obwohl ich das nicht mag. Majora's Mask ist zum Beispiel für mich nicht nur ein großartiges Game. Ich kann auch sagen, ich verstehe, wenn jemand Majora's Mask nicht mag. Ich kann verstehen, dass objektiv gesehen Majora's Mask harte Probleme hat und Sachen hat als Gimmick, die Leute nicht mögen. Das kann ich absolut verstehen. Wenn jemand hatet auf Majora's Mask, würde ich nicht sagen, du Hurensohn, was ist mit dir? Da geh mal auf Straße oder was? Nein, ich sage, okay, ist vollkommen in Ordnung, du magst es nicht, ich kann es verstehen. Dieses dauernde Zeitpressure haben, diese dauernden Lifecycle von den 3 Tagen, dass das nicht für jedermann ist, vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, kann ich absolut verstehen. Ich liebe es dennoch. Und wenn mir jemand das aberkennen will, dass ich das Game liebe. Es war auch übrigens mein erstes Zelda, das ich gespielt habe. Vielleicht spielt das auch eine große Rolle. Aber alleine diese Transformationen, allein die Sora-Transformation war damals für mich als Kind so ein BAM, wie geil ist das denn? Ich glaube, eine 10 von 10 würde ich nur Yoshi's Island geben. Ich gebe der Yoshi's Island keine 10 von 10. Yoshi's Island, ein sehr gutes Game. Wenn du es zu 100% machen willst, ist es ziemlich miserabel. Ist halt sensationsgeil, dass es unter ist, würde ich keine anschauen. Ich kann einschalten. Lesequoten ist halt leider ein Kranker des Internets, probably. Ja, definitiv. Ja, wenn ihr Spiele eine 10 von 10 geben, dann wahrscheinlich The Messenger. The Messenger würde ich auch definitiv eine 10 von 10 geben. Das ist wirklich ein Spiel der Sonderklasse. Achso, Entschuldigung, ich wollte noch das hier präsentieren. Ich habe noch kurz bevor du geradet hast, kam noch so viel Text. Ich kam noch nicht nach, das alles nachzulesen. Wollte gerade wieder dich sagen. Das heißt, Trevino zum Thema. Oh mein Gott, ich habe ein Salt bekommen. Ich habe Salt Bay bekommen. Mario Kart Wii Beste. Naja. Ich würde Twitch mithören. Bowser Jr., Bike und Blätterwald. Jo, Sora, grüß dich. Mario Maker. Mario Maker, größter Müll im Zelda-Franchise. Definitiv. Mario Maker ist wieder was eigenes. Majora's Mask, mega Game. Zeig Wemon bitte. Was ich halt gemacht habe, mal abgesehen davon, dass ich die Stage-List ein bisschen gekürzt habe, damit wirklich nur die Tournament-Stages bei mir vorkommen, zeige ich euch, warte, ich schiebe mich kurz hier runter und dann könnt ihr mal durchschauen, was alles so an Charakteren sich geändert hat. Plus darunter sind noch ein paar Sachen, die anders sind. MKW-Mod, die Aktivität, bla bla. Ich mag Majora's Mask sehr, die Atmosphäre, der Tagesrhythmus mega. Mir gefällt einfach so ziemlich alles daran. Minus dem Wassertempel, fuck den Wassertempel. Aber ich bin allgemein kein Wassertempel-Mensch. Gott, es gibt, glaube ich, kaum irgendwo ein gutes Game, wo ich sage, oh mein Gott, ich habe dieses Wasserlevel oder Wassertempel, whatever, geliebt. Gott, es ist so miserabel. Die Story, dass es so düster ist. Als Kind konnte man Majora's Mask, was da alles passiert ist, gar nicht wirklich auffassen. Es beschäftigt sich mit den ganzen Stufen des Todes und also wie der Tod auf die Menschen wirkt, wie diese Ängste wirken, wie Leute sich verhalten mit diesen Ängsten. Es ist ein so dermaßen vielschichtiges und tiefgründiges Game. Das ist zumindest meine Interpretation des Ganzen. Wenn sich jemand das anschaut und sich denkt, was für ein Schwachfuck, ist auch vollkommen in Ordnung. Just Mask mag ich auch nicht, aber ich verstehe, warum man das mag. An sich ist eine gute Geschichte und auch die Musik ist ein Banger. Die Musik absolut geil. Spiel die Trigger, genau. Die Unterwasser-Castle, das kommt noch. Fick dich, Inge. Aber wir kennen Stitch mehr. Stitch haben wir, ja. Nimm Ravenbeak. Also, Dark Samus als Ravenbeak. Ist jetzt einmal
Es ist halt nur optisch ein Mod. Ich habe nur optische Mods, weil ich damit online spielen kann. Das sind nur Skins. Es gibt die Möglichkeit, viel mehr zu ändern. Aber im Grunde genommen, damit du online spielen kannst, dürfen es nur Skins sein. Wobei viele Skins halt extrem gut gemacht sind. Ich meine, der Ravenbeak schaut mördergeil gemacht aus. Also ich finde das schon krass gut gemacht. Es gibt natürlich auch massenhaft Mods, die, keine Ahnung, Son Goku und Vegeta einbauen. Mir würden sicher noch ein paar mehr Beispiele einfallen, aber ich bin gerade komplett blank. Also sie haben sau viele Charaktere selber tatsächlich einprogrammiert. Ich habe hier Waluigi, es ist eigentlich Terry. Aber er ist so gut gemacht, dass nicht nur der Charakter tatsächlich ausschaut wie Waluigi, sondern... sondern tatsächlich auch die Voices dabei sind. Und das ist statt Zelda ist Nakoruru, die kennt man eher nicht, die ist aus einem SNK Fighter Game. Warte mal kurz. Das ist das Geilste. Also ja, wegen solcher Geschichten, das macht das Spiel für mich halt schon wieder nach so vielen Jahren wesentlich interessanter, wesentlich spaßiger zum Spielen. Oder hier Disco Bowser. Das ist auch, by the way, ein Game, das ich absolut feier. Mir fällt es gerade Bowser's Fury. Bowser's Fury einfach nur mega geil. Und das ist einfach der Skin for Bowser's Fury inklusive RGB-Belichtung. Dass er tatsächlich die ganze Zeit die Farben wechselt. Die Flammen sind auch anders, also ich habe sehr viel umgebaut. It's cold and it's broken. Ah, danke, ich muss dann gleich nachher noch den Song abspielen. Also ja, solche Geschichten, das habe ich mich halt beschäftigt. Auch die Schilde sind eigentlich anders. Du wolltest Diddy haben, da ist Stitches da. Es hat mich nicht wenig Zeit gekostet. Ja, diese ganzen Mods, das Einrichten, das Verstehen, die Fehlersuche, das hat mich alles wirklich viel Zeit gekostet. Da ist auch Stitch. Jetzt einmal schlafen, danke. Vielen lieben Dank für den Raid, vielen lieben Dank fürs Dabeisein, Dennis. Dir eine wunderschöne gute Nacht, mach's gut, mein Lieber. Und bis zum nächsten Mal. Statt Wolf Seraora. Achso, sieht man nicht, wegen mir. Warte, ich bewege mich mal dahin. Als Pokémon-Fans kennt man das, oder als Mewtwo. Ich habe ganz ehrlich vergessen, wie der Charakter heißt. Ich hab komplett vergessen, wie das Pokémon heißt, nicht der Charakter. Sceptile, danke, ja genau. Dann, Puecoco statt Pikachu. Mew statt Ness. Oder auch Skullkid statt Ness. Logok statt Captain Falcon. Also es sind sehr viele Pokémon dabei. Dann einer meiner absoluten Lieblinge statt Pummeluff Bautz. Und das Coolste ist einfach mit Zylinder und Monokel. Also wenn das nicht Omega Cute des Ultratodes ist, dann weiß ich es auch nicht. Rowlet, ja. Für alle Digimon-Fans statt Dr. Mario Wemon. Lucas.
Statt Lukas SpongeBob. SpongeBob und da habe ich auch Skull Kid. Ich bin so, man merkt kaum, dass ich in Majora's Mask Fan bin, weil ich auch Skull Kid eingebaut habe. Aber SpongeBob. Mit inklusive, okay, dann muss ich es halt auch schon mit inklusive, mach SpongeBob raus jetzt, niemals. Es ist halt die englische Stimme von SpongeBob. Oh. Und für die anderen SpongeBob-Fans gibt es noch ein kleines Leckerschmeckerbissen. Mr. Krabs. Allein, dass die Sounds zum Gehen und Laufen auch mit eingebezogen wurden, einfach großartig. Also ja, mit Mods kann man sehr viel machen und ich bin auch richtig happy darüber, dass ich meine Switch gehackt habe, dass ich sie gehomebrewt habe. Zero Suit Samus ist hier Gwen... Ich habe vergessen, wie sie heißt. Das ist nicht Gwen Stacy, oder ist es Gwen Stacy? Ich bin mir gerade nicht sicher. Spider-Gwen, ja genau. Danke, Spider-Gwen habe ich nämlich gesucht. Oder auch Fierce Deity Zero Suit. Ich habe viele Charaktere mit Fierce Deity. Auch Richter. Wie gesagt, man merkt sehr schnell, dass ich ein Majora's Mask Fan bin. Ich glaube, K-Rool habe ich auch als hier Fierce Deity Variante und auch natürlich Urlaub. Ich habe mit K-Rool habe ich ein paar. Das ist auch von einem Pokémon inspiriert. Ich habe vergessen, wie dieses Krokodil heißt, dieses schwarz-rote. Monster Hunter haben wir natürlich auch. Zum einen haben wir Cloud im Rathalos-Kostüm. Oder wir haben Byleth als Ganzes mit den ganzen Monster Hunter verschiedenen Kostümen. Rabigato, ja, Crocodile, ja, genau, den meinte ich. Min habe ich auch als Fierce Deity-Variante. Pac-Man ist King Bob-omb. Das präsentiere ich sogar für die ganzen Mario-Fans, das ist nämlich auch sehr interessant gemacht. Mal abgesehen davon, dass man... dass die Sounds einfach gut passen. Dass das hier ein statt einem Hydranten tatsächlich ein Bullet Bill Launcher ist und statt der Früchte sind die ganzen Mario 64 Items dabei. Die Shell, die rote Coin, dann die Metallmütze und natürlich auch der Bowser-Schlüssel. Also ja, das ist ziemlich gut. Achso ja, das ist auch ein Kettenhund. Also overall sind da Leute dahinter, die haben sich wirklich viel Mühe gegeben, solche Sachen zu machen. Und das ist etwas, was mir mördermäßig Spaß macht, zu schauen, was sie alles gemacht haben, es auszuprobieren, anzuschauen. Greninja ist zum Beispiel der von Ash. Mit den verschiedenen Farben. Statt Daisy haben wir Bossette. Für die Leute, die es kennen, für die Leute, die es lieben. Für die Mega Man-Fans gibt es Gutsman statt Donkey Kong. Für Halo-Fans statt Snake ist es Master Chief. Statt Ike haben wir Kratos. Buet gibt es tatsächlich, aber einen einzelnen Skin ist aber auch über Daisy. Deswegen, ich kann es nicht wirklich überschreiben.
Bei den Ice Climbers gibt es natürlich hier auch aus Super Paper Mario Mr. L. Beziehungsweise auf Luigi selber habe ich auch zum einen Mr. L, Urlaubs-Luigi und ich habe auch Guigi ist auch dabei aus Luigi's Mansion 3. Also ja, durch Mods habe ich mir das Spiel einfach ein bisschen spannender gemacht. Shovel Knight, ich weiß nicht, wie viele Leute das kennen. Absolut großartiges Game statt Young Link. Pokémon Trainer habe ich auch hier... Nessa, glaube ich, hieß die. Ich liebe sie. Ich liebe sie absolut. Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt. Ich habe wirklich gar keine Ahnung, wie sie heißt. Mai oder wie auch immer, Lily, okay. Alle davon sind Downgrade, finde ich jetzt nicht unbedingt. Weil allein hier, Flygoon? Nein, wie heißt der? Flygon, okay, knapp daneben. Allein Flygon als Charizard finde ich schon ziemlich cool. Ja, Rosie habe ich alle möglichen verschiedenen Kostüme gefunden. Libeldra. Alles klar, Matthias, schöne gute Nacht. Vielen Dank fürs Dabeisein. Mach es gut, mein Lieber. Statt Mega Man habe ich Proto Man. Statt Villager habe ich Headkit von Ahead in Time, wer es kennt. Auch ein großartiges Indie-Game. Hat auch mördermäßig Spaß gemacht. Da habe ich auch Tetra aus Wind Waker eingebaut. Statt Olimar ist es Toad. Beziehungsweise die verschiedenfarbigen Toads. Statt Sonic habe ich noch Metal Sonic, Shadow und Silver the Hedgehog. Was habe ich noch alles? Ridley habe ich angepasst an die Emmy-Farben aus Dread. Oh, es steht sogar unten auf dem Symbol, steht den kleinen Dread dabei, sehe ich gerade. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Gut, und einen in Schwarz-Weiß, das ist jetzt aber nicht so viel. Und der Spaß sieht so ausgecheckt aus, da würden die echt so reingehören. Das ist es ja, das ist... Statt Sephiroth habe ich hier Alucard. Und einmal Sephiroth in Fierce Deity. Weil es muss sein. Okay, den muss ich aber auch präsentieren. Jeder, der Majora's Mask und Fierce Deity oder die grimmige Gottheit kennt, man hat sogar das fucking Schwert von Sephiroth angepasst, dass es ausschaut wie das aus Majora's Mask. Und das schaut so dermaßen geil gemacht aus. Also... Das sind wirklich High-Quality Skins dabei. Und da sieht man auch gleich Kratos. Ja, wenn man es nicht besser wüsste, würde man glauben, dass das normal so ist. Piranha-Pflanze habe ich auch gut. Einmal den Chain-Jump und dann die ganzen Varianten aus Mario Sunshine. Und einmal für Steady-Variante. Das ist aber nur ein bisschen farblich angepasst, da ging nicht mehr. Oh, für die Digimon-Fans, ganz vergessen, haben wir hier Greymon und Black Greymon. Nein, War Greymon und Black War Greymon. So, jetzt habe ich's. Statt Hero haben wir hier auch einmal... Trunks und einmal, nein, zweimal Trunks und einmal in Fierce Deity. Also ich habe da wirklich, ich bin da gesessen und habe geschaut, was es alles gibt. Hier ist, ich weiß gar nicht, was die 2B, die männliche Variante ist. Also ich habe einmal 2B und einmal die männliche Variante. Dann habe ich sie einmal in einem Casual Outfit und einmal in einem Sailor Moon mäßigen Outfit. Ah ja, stimmt, oh mein Gott, das habe ich ganz vergessen, 9S, danke. Stimmt, ich habe statt Ryu habe ich Goku drauf, das habe ich auch komplett vergessen. Aber leider ist halt nur der Skin, also es schaut nur so aus, es sind tatsächlich keine
Sounds oder sonstiges. Goku gäbe es zum Beispiel auch als ganzen Charakter. Er wird mich wieder Fanboy nennen, aber ich finde wirklich alles, was kein Ultrender ist, sieht man sofort. Ah, würde ich nicht einmal behaupten bei vielen Sachen. Ich meine, bei Goku sieht man es, ja klar, das ist auch kein Wunder. Aber bei sehr vielen, da sieht man es auch, keine Frage. Bei Ravenbeak sieht man das nicht. Gut, bei den Chocobos sieht man es aus Final Fantasy. Stimmt, bei Kirby habe ich auch diesen gezeichneten Kirby. Box habe ich Tails aus Sonic. Ich habe so viel. Gesamte Samus schaut eigentlich komplett anders aus. Ich habe die geupgradeten Versionen aus den verschiedenen Spielen. Inklusive der Sounds. Jetzt müsste mir nur einfallen, ich glaube das hier hat 8-Bit Sounds. Wenn ich nicht ganz falsch liege. Also das ist wirklich unfassbar gut gemacht alles. Ja voll. Also, die Leute stecken da wirklich viel Arbeit und viel Liebe in diese Mods rein. Und das finde ich, finde das einfach großartig. Ich finde das wirklich, wirklich großartig. Stimmt, Mario ist knochentrocken. Inklusive der Sounds. Willst du eigentlich irgendwann noch mein Rumgeheule oben eingehen? Welches Rumgeheule? Hast du noch was geschrieben? Sorry, ich bin gerade im Overflow. Also, das hier ist auch mega gut gemacht und du willst sagen, dass man das sofort sieht, dass es nicht in Ultimate reingehört. Inklusive der Sounds. Also ja, das ist das, es sieht aus, als muss das so zumindest mal für Casuals. Was hast du da jetzt gepostet? Mario over Falco. Lol. Auf was die Leute kommen. Was für ein Rant. Ohne Spaß jetzt so ausgecheckt, das habe ich schon gelesen, sage ich schon, alles sind davon downgrade, Pokémon Trainer. Was für ein Gerante von dir. So, Valleluja wollt ihr mal abgespielt haben. So, ich beende jetzt mal Smash, aber ihr seht, was ich gemacht habe mit Homebrew und wofür ich es genommen habe und warum ich das gerne mache, weil es für mich das hier einfach einen absoluten zusätzlichen Spielspaß, eine Veränderung für mich vom Spiel bringt und dadurch eine ganz andere Dynamik entsteht. So, ich glaube, ich habe mehr als nur einmal. Halleluja. Oh, das ist kaputt. Moment. Ah, immer die guten alten Updates, die alles kaputt machen. So, dann gehen wir da auf Music und dann sollte es funktionieren. Nein, tut es nicht. Warum funktioniert es nicht? Weil Musik hier wahrscheinlich schon wieder kaputt ist. Jupp. Music. So. Hört ihr was? Ja, ich hör's. Aber der Punkt ist aber bei der Geschichte dann ja gerade, warum du mit dem Beispiel Origami und Wanda so extrem siehst, wobei genau die Spiele halt wirklich einfach Paradebeispiel von Geschmackssache sind. Jein. Ich habe manchmal auch nicht, aber da kenne ich auch an, dass das Spiel völlig okay ist.
Reden wir gleich noch drüber. Reden wir gleich noch, du hast gute Beispiele gebracht. Ich gehe mich jetzt auch mal aus, wünsche euch noch gute Unterhaltung im Stream und einen schönen Abend. Jo, vielen Dank, mach's gut, lieber. Edi, schöne gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Papa. Du aus? Warum lernt meine Konsole nicht? Habe ich vergessen umzuschalten? Ah, vergessen umzuschalten. Habe ich sonst noch irgendwas ausgelassen von Texten her? Nein, habe ich nicht. Was ich noch nachschauen wollte, was wurde noch alles eingelöst? Wafrika wurde noch eingelöst von Matthias, aber der ist leider schon weg, aber ich spiele es trotzdem gerne noch ab. Let me make my case to punch the mascot in the face. I go assist yourself, wow, halleluja. Halleluja, 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 Waluigi. Gerade bei den beiden hast du Sachen genannt, wo wir eine fette Historie an Spielen haben. Jetzt, ich nehme mal Origami King als das beste Beispiel oder als das erste Beispiel. Wir haben viele Paper Mario Spiele bis jetzt gehabt. Und ich lasse jetzt die Mario und Luigi, die Superstar Saga, die ganze Reihe mal weg. Sondern ich konzentriere mich tatsächlich nur auf die Paper Mario-Spiele. Das, was die Paper Mario-Spiele ausgemacht hat, wurde irgendwann mit der Zeit der Sprung von 1000 Year Door zu Super Paper Mario. Da wollten sie einfach von rundenbasierend zu Action übergehen. Das Lied ist extrem leise, oder? Ihr hört es gar nicht. Ihr hört das Lied gar nicht, deswegen. Moment, das muss ich auch wieder umstellen. Das ist alles schon wieder kaputt gegangen. So. Jetzt hört ihr es. Ha, ausgezeichnet. Ja, ich muss das alles jetzt wieder umstellen. Jedes Mal, wenn ich Updates mache, muss ich alles händisch wieder umstellen. Das ist so nervig. Und die Paper Mario Spiele sollte eigentlich ein Spin-Off für den Gamecube sein, gell? Das wusste ich nicht. Ich liebe aber Super Paper Mario aus sehr vielen Gründen. Mal abgesehen davon, dass es ein bisschen was... Es war was anderes, ja. Es ist nicht mehr so die ursprüngliche Variante gewesen. Aber trotzdem hat es sehr viel Liebe drin gehabt. Sehr viel Abwechslung. Ganz andere Charaktere. Ganz eigene Persönlichkeiten dabei. Und die Story per se finde ich tatsächlich von Super Paper Mario mit Abstand die besten von allen Paper Marios. Die Story ist so cool gemacht. Ich habe wirklich nicht das Ende von diesem Game erwartet. Und ab Super Paper Mario haben sie schon wieder typisch Nintendo aufs Brechen hinaus wollten sie unbedingt alles verändern und alles anders machen. Und haben einen schlimmeren Teil nach dem anderen rausgebracht. Und dann kommt Origami King. So einen minimalen Schritt in die richtige Richtung und dann war wieder dieser Absturz. Allein objektiv betrachtet. Ich kann sagen, okay, der Humor ist nicht der meinige. Der Humor wird... Mats ist ja das beste Beispiel. Er liebt den Humor. Mats' Humor und meiner, die... treffen sich einmal hier mal und dann geht's wieder weit auseinander und treffen sich manchmal wieder irgendwo dort hin und wieder. Er liebt das Spiel und ich sage, okay, humoristisch nicht meins, kann ich verstehen, wenn Leute den Humor mögen. Aber alles andere, aus rein objektiver Sicht, mal abgesehen von der Grafik, ist einfach schlecht. Es ist einfach schlecht. Hätten sie daraus nicht Paper Mario Origami King gemacht, sondern Flibu Flabu, der hoppelnde Hoppelhase,
und der Origami King, wäre das in Ordnung gewesen, weil das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Nichts. Du hast da einfach Mario-Charaktere auf den Screen geklatscht, die haben alle keine wirkliche Persönlichkeit. Bobby war der einzige Part, wo ich sage, okay, ist in Ordnung, kann ich noch irgendwo akzeptieren, das fand ich sehr traurig, das haben sie schon irgendwie gut gemacht, das Gefühl reinbringen. Das ist das einzig Positive, was ich in dem Spiel sagen kann. Das ist wirklich das einzig Positive in dem ganzen Spiel, das ich sagen kann. Alles andere ist eine nutzlose Zeitverschwendung, eine künstliche, die Spielzeit künstlich in die Länge hinausziehen, mit diesen ganzen Konfetti, dass du die ganze Zeit sammeln musst und dann die Sachen ausfüllen musst. Die ganzen Kämpfe sind verseucht mit Animationen. Jeder Kampf ist 1:1 dasselbe wie jeder andere. Du musst erst einmal puzzeln, bevor du zum tatsächlichen Kampf kommst. Bist eingeschränkt darin, was du und wie du kämpfen kannst, weil du an Items gebunden bist, die du dann irgendwann entweder sammeln oder einkaufen musst, oder du drückst dieselben zwei Knöpfe, wie du sie andauernd drückst. Es dauert alles so unendlich lang, bis du dann tatsächlich zum Kampf kommst, dass aus einem simplen Gegner ein 10-Minuten-Kampf ist, wo du aktiv nicht einmal eine Minute dran teilnimmst. Hast du Nabio? Was ist Nabio? Ich glaube nicht, aber könnte ich mir anschauen. Ich mag Terminal Montage extrem gerne. Also, objektiv gesehen, aus egal welchem Winkel ich schaue, weil du es gesagt hast, dass du es als gutes Game anerkennen kannst, kann ich das nicht einmal ansatzweise als gutes Game anerkennen. Ich kann sagen, dass die Bossfights vielleicht interessant gemacht worden sind, aber nicht einmal die haben mir großartig gefallen. Aus objektiver Sicht sage ich, okay, jo, Bossfights kann man lassen, kann ich halt. Aber alles andere daran, boah. Weder die Story ist innovativ oder, gut, der Bobby ist der eine Part und von mir aus sage ich einmal, dass der Plot-Twist, dass dein Charakter und der Ding Bruder und Schwester sind, wobei das ist auch eigentlich mehr oder minder so ein 0815-Klassiker, wo man sagt, oh mein Gott, oh wow, das hätte ich ja niemals erwartet und das war eigentlich albert durchsichtig. Also, nein. Wanda ist wieder ein ganz eigenes Thema. Wanda ist eine Verbesserung im Gegensatz zu diesem ganzen Newsub-Gekacke, aber Wanda ist für mich einfach Newsub 2.0. Es ist einfach dieses Happy Peppy Yay, Huhu, ja, nein. Das mag. Für mich persönlich Katastrophe. Aus objektiver Sicht. Fange ich mal damit an, dass Secret Exits mit nichts markiert sind. Außer du spielst es durch und dann musst du das Menü suchen, wo du das hast. Es ist ein W mit Athletic Theme, nicht Happy Peppy. Es geht nicht rein um die Musik. Es geht um die ganzen Szenarien. Es geht um die ganze Aufmache. Es geht um die Power-Ups und Wowie, Sowie! Entschuldige, aber bin ich infantil? Singende Piranhas. Und ich sag's nochmal, Wowie, Sowie! Also, bei Newsub hat mich schon dieses Bam Bam und dass die Gegner dazu tanzen und voll happy sind. Wah! Und dann bringen sie bei Wanda Wowie, Sowie! Ich finde beispielsweise in CW, dass dir einfach gesagt wird, dass du einen Secret Exit hast, viel Lama. Willst du was Lustiges wissen? Ich habe das erst als Erwachsener gecheckt, dass die roten Punkte bedeuten, dass da ein... Und es ist in Grand Bull auch völlig okay, dass man das eben so entfernt hat. Nein, finde ich nicht. Finde ich nicht. Das ist ein Grundkonzept, das schon immer existiert hat und das sie nicht hätten ändern sollen. SMW hat auch seine Schwächen, ist auch für mich kein 10 von 10 Game, zumindest SMW Vanilla als Ganzes gesehen. Auch wenn ich das Spiel absolut liebe und bis heute noch permanent spiele. Hat es trotzdem seine Schwächen.
Tot. Fuck. Ich glaube, dass die Punkte bei Newsub auch rot waren, oder bilde ich mir das gerade nur ein? Ja, denke ich mir. Ja, bei Newsub waren auch die Level immer rot, mit roten Punkten markiert, wenn sie einen Secret Exit hatten oder einen zweiten Path oder whatever. Fuck. Ja, und jetzt die mitgeradet sind, sehen, was ich meinte mit ich grinde den Bowser-Boss-Fight. Na, wow, voll verkackt. Ja, das ist ein selbstgemachter Boss-Fight, der sehr hart ist, wie man sieht. Ja, ich habe das bis ich erwachsen wurde, nicht gecheckt, dass die roten Level bedeuten, dass das Secret Exit ist. Es wird in einer Textbox auf Englisch gesagt und ich konnte halt Englisch erst ab 12, 13, 14, wann habe ich angefangen, Englisch zu lernen? Und selbst da habe ich erst angefangen, Englisch zu lernen und hätte das jetzt nicht unbedingt aktiv verstanden, was da in diesen Textboxen stand. Und als Erwachsener habe ich dann halt keine Textboxen, oder als Jugendlicher, als ich Englisch verstehen konnte, habe ich dann halt keine Textboxen mehr gelesen. Macht schon wieder dasselben Spaß. Weil, dass ich dann zurückrenne und suche in Wonder, ob es irgendwo ein Secret Exit gibt oder nicht. Wow. RNG ist heute nicht auf meiner Seite. Bin ich halt eher kacke. Nein, ich war doch im Sprung, bitte. Verdammt. Ach so, Timer. Timer, 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 Timer. Timer. Was ich zu Mario Wonder sage, ich kann verstehen, wenn Leute es mögen. Okay. Ich bin halt 2D-Marios gesättigt, unter Anführungsstrichen. Nein, ich war zu nah. Warum endest du genau bei mir? Das war der 6. Hit. Aber wenn mir jemand herkommt mit, es ist ein 10 von 10 Game, ich hasse dieses, ich hasse das wie die Pest, wenn mir jemand sagt, ein 10 von 10 Game. Wenn es für dich persönlich ein 10 von 10 Game ist, okay, soll so sein, dann hast du einfach keine hohen Ansprüche und ich sage es offenherzig und ja, ich habe mittlerweile über die Jahre sind meine Ansprüche an Games nach oben gegangen, steil nach oben gegangen. Weil ich einfach dadurch, dass ich meinen Horizont mehr als über Nintendo hinaus erweitert habe und so viele Indie-Games gespielt habe, so viel kennengelernt, so viel gesehen und so viel lieben gelernt an Games, ups, dass natürlich auch mein Geschmack sich verändert hat und meine Erwartungshaltung ist vielleicht ein bisschen gar viel gesagt. Aber weil ich das auch mit Dennis zur Diskussion hatte, dieses nicht mehr leicht überrascht werden oder nicht mehr so zu begeistern. Also, ich kann mich auch täuschen, aber diejenigen, die jetzt bei mir schon länger dabei sind, ich glaube, so, fuck, Überraschungen und Begeisterungen meinerseits, ich glaube, dass ich die mehr als genug
offensichtlich herzeige, oder? Ich glaube, dass ich sehr gut darstellen kann, wenn mir irgendwas gefällt oder wenn mir irgendwas missfällt. Ich glaube, dass ich auch vieles sehr hoch lobe, was ich so noch nicht erlebt habe, was ich sehr gut finde, was ich überraschend finde, etc. pp. Und das kommt jetzt nicht unbedingt alle Jahrzehnte vor. Ich glaube, das kommt doch öfters vor. Fuck. Erneust du dem Mario schon eine 7 bis 8 von 10 in Kontrast mit anderen Spielen? Reden wir nicht darüber. Ja, es ist aber wirklich so, kaum steht Nintendo drauf, schon sind die Leute komplett am Ausrasten und flamen jeden, der nicht deren Meinung ist. Ja, lass mich sterben. Du kannst gerne ein Game mögen, aber mir zu sagen, dass es objektiv eine 10 von 10 ist, 10 von 10 ist eine so seltene Sache. Und das sage ich halt nochmal, um wieder zum ursprünglichen Thema zurückzukommen. Da muss halt wirklich so ziemlich alles stimmen mit kaum einem Flaw. Sobald du dich bei irgendwelchen Sachen ein bisschen mehr ärgerst, kann es schon mal keine 10 von 10 sein. Das gibt es doch nicht. Ich weiß nicht, wie ich die Hämmer überlebe. Ich weiß halt wirklich nicht, wie ich die Hämmer überlebe. Crazy, wie hart der Qualitätsunterschied bei NSMB, da DS und Wii einfach ist. Sag das nicht so laut, Inge ist ein DS-Mega-Fan. Bei New Super DS ist, glaube ich, so eins der Games, die ich nicht gespielt habe, glaube ich. Bilde ich mir ein. Fuck! Und er bleibt wieder ganz genau bei mir stehen. Alle anderen YouTube-Spieler habe ich gespielt und ich bin kein Fan davon. Der erste Teil war noch irgendwo okay für die Wii. Ich gesagt habe, okay, war interessant, war ein Erlebnis. Aber ja, der Stil von Mario hat sich halt sehr hart geändert mit. Mit New Soup. Er kommt schon wieder mit den Hämmern. Genau, wenn ich... Bitte lass mich dich doch 6-mal hitten. Ich wollte unbedingt wissen, ob noch eine Phase kommt oder nicht. Der Platz 2 an Nintendo Games, die ich am wenigsten mag. Okay. Ja, und bei mir hat Mario Maker halt diesen New Super Hass auch noch verstärkt. Nein, die Flamme! Der hat auch noch nicht den Twirl. Wirklich? Ich glaube, ich muss das Spiel spielen. Am besten on-stream. Ja, wo hätte ich da ausweichen sollen? Wo hätte ich da ausweichen sollen? Da war nirgendwo ein Platz. Schon wieder. Scream Scroll finde ich eigentlich in Games sehr, sehr gut. Wow, dieser Bait. Und ich habe sie unabsichtlich nochmal gestoppt. Selbst Prehistoric Man hat Screen Scroll. Inklusive einer Animation.
die auch, so, auch noch sau witzig ist. Wie er mich schon wieder baitet. Und er hat genau natürlich den Block am ersten Ding gehabt. Es sind schon wieder die Hämmer! Ah! Fuck! Schiss an Washtricks Battlebastard, Alter. Das gibt's doch nicht. Wow. Genius. Vorwall! Wesley McMahon hat den Brüller. Allein das ist eine 10 von 10. Stimmt, ja. Ich wollte die Shell aufhalten. Sie ist genau gleich mit der Wand geflogen. Ich sammle bei Saphros auch brav Punkte, damit ich ihn das spielen lasse. Ja, GG. Gut. Blockjump nicht geschafft. Ich will alle dass das Spiel spielen lassen, weil Prehistoric Man ist einfach... So ein unbekannter Knaller. Ich auch irgendwann mal was zum Werfen. Danke. Er steht geblieben. Warum bist du nicht geübt? Ich hasse dich. Ich hasse dich so viel. Ach Gott. Der Anfang ist der schlimmste. Man weiß nicht, was er tut. Und sehr viel Zeit hat man nicht zum Überlegen oder zum Reagieren. Ja. In New Super Mario Bros. Wii siehst du schon mal nicht. Ich bin mir sehr sicher, dass es bei irgendeinem von den... oder bei mehreren von den New Super Games war, weil ich sehe nämlich den roten Punkt vorm geistigen Auge. No, er hat ihn nicht aufgenommen. Hat mich auf einen Zentimeter Entfernung abgeschossen. Ach Gott, na. Ich habe unabsichtlich losgelassen. 5-4. Könnte daran liegen, ja.
Five-Fall. Es ist schon wieder eine Five-Fall und er wollte, denn es ist so gut gelaufen. Es lief so gut und dann verkacke ich's. Natürlich. Nicht nur, dass es ihn nicht trifft. Ja, kommt mit mich. Fuck it. Also, wenn der keine KI eingebaut hat, dass er meine Sachen dodgt, dann weiß ich auch nicht. Ja, das wollte ich nicht. Ich wäre tot gewesen. Er hat mich schon wieder gebaitet. Er hat mich schon wieder mit der Shell gebaitet. Spring auf die Shell und werd gehittet. Ach, come on. Gleich in der ersten Phase. Ich muss eigentlich den Mushroom bis zur zweiten Phase behalten. Ab der zweiten Phase wird es erst gefährlich und wird es schwer. Und genau die schlimmste Kombination, die man haben kann. Wow. Hatte keine Indikator in der Richtung, nur Map-Dekoration. Ja, dann kann es sein, dass jedes Level einen roten Punkt hat und dass ich das im Kopf hatte. Wie gesagt, ich habe es vor dem geistigen Auge, dass da rote Punkte auf der Overworld waren. Aber gut, bei New Soup war es großteils obvious, dass ein Secret Exit da ist. Bis auf bei manchen Kanonen. Ich bin mir gerade nicht zu 100%ig sicher. Es ist Jahre her, seitdem ich das gespielt habe. Ich habe aber nicht vor, es zu replayen, to be honest. Ich habe zweimal die Shell verfehlt. Byfall, Gratulation. Und dann direkt danach das hier. Wow. Ich habe keine Ahnung. Ich habe so viele Sachen, die ich eigentlich nachholen müsste, angefangen von Zelda 1 und 2. Ich glaube, das sind so ziemlich die wichtigsten Games, die man nachholen sollte. Es tötet mich. Was ich zum Beispiel auch überhaupt nicht leiden kann, was ich mich weigere, mein Leben lang weigere zu spielen. Super. Wow. Wer ist dieses komische Mario mit diesen 1000 Münzen, wo man die ganze Zeit nur mit Münzen zugemüllt wird? Die dritte Schale Zelda-Games sind. Hast du noch kein einziges Zelda gespielt? New Super Mario Bros. 2? Was? Wirklich? Ist das so? Ja. Ich hab die Shell erwartet, das kann natürlich irgendwas anderes. Ich hasse es, wenn er das macht. Gratulation, du hast was tödlich. Ah, ich wusste gar nicht, dass du gar kein Zelda gespielt hast. Die gute alte Five-War.
Ich hätte Zwischenland nur nochmal springen sollen. Verdammt. Diese Hämmer sind so schwer zum Ausweichen. Ja, was das tut mich. Fang einfach mit OOT oder Breath of the Wild an. Hä? Warum machst du so einen Riesensprung? Ach komm, töt mich. Breath of the Wild ist einfach kein gutes Game, meiner Meinung nach. Stimme ich relativ zu. Breath of the Wild hat sehr viele Schwächen. Und Five Walker G. Ich kann verstehen, dass Leute es mögen. Ich kann verstehen, dass Leute einfach das. Es war auf jeden Fall was. Bahnbrechen, das ist wieder das falsche Wort dafür. Es war. Es ist ja nicht das erste Overworld-Game, aber es hat viele Sachen reingebracht, die es vorher so nie gab in Kombination. Und hat eben, ich habe das glaube ich eh schon mal gesagt, den Weg für viele Spiele dergleichen geebnet. Das gibt es nicht, dass du wirklich komplett an dieser Shell vorbeigeschwommen. Jetzt zerstört er mir alles. Jetzt hat er mir alles zerstört. Und jetzt erwischt er mich nämlich. Five World Tot. Weil seine und zwei eher Spiele sind, die man gut in der Historie betrachten kann, wie man da hinkam. Hat mir von allen Zelda Games, die ich bisher gespielt habe, die beiden auf N64, Oracle of Seasons, Twilight Princess, ja. Wind Waker und Skyward Sword am wenigsten Spaß gemacht, irgendwie. Ja gut, du kannst... gibt's doch nicht. Du kannst Zelda 1 und 2 so ungefähr betrachten, wie wenn du jemanden sagst, der noch nie Mario gespielt hat. Jo, spiel Super Mario Bros. 1 und 2. Zelda WWE, kennst nicht das Wrestling Game, das gute alte Wrestling Game, ja. Du wirst auch niemandem empfehlen, dass er mit Mario Bros. 1 anfangen sollte. Wow, das habe ich richtig scheiße gemacht. Wow, ich habe die Shell verfehlt. Bob würde es. I mean, gleichzeitig würde ich es schon empfehlen. Eigentlich würde ich es schon eher empfehlen aus einem super simplen Grund. Fuck. Wenn du mal ein neues Zelda spielst, eins von den neuen. Bob ist ein Eierkopf. Du nennst mich auch Eierkopf, also. After the tries, ganz gut. So, ich kann jetzt reden. Meine Meinung dazu. Wenn du Breath of the Wild spielst, verfälschst du deine Erwartungshaltung an die Zelda Games. Das ist, glaube ich, auch ein Problem. Das ist auch etwas, warum Leute, die noch nie Zelda gespielt haben, dann Breath of the Wild spielen und dann Tears of the Kingdom und dann spielen sie irgendwelche
alten oder anderen Zelda-Games zu sagen, das ist alles scheiße, das ist ja kein Zelda. Es verfälscht einfach deine Erwartungshaltung oder deinen Blick auf die Spiele. Es geht genauso wie Leute, die Origami King spielen und dann sich denken, dass alle Paper Mario wie Origami King ähnlich sind. Oder auch Sticker Stars oder Color Splash feiern. Ich meine, sicher gibt es irgendwo diese zwei, drei Leute, die das tun. Bei Super Mario Bros. Jetzt als Beispiel. Wenn du da jetzt Super Mario World spielst und dann zu Super Mario Bros. 1, 2, 3, in welcher Reihenfolge auch immer oder irgendeins von denen hernimmst, wirst du dir denken, oh mein Gott, was ist das für ein Scheißdreck. In dem Sinne würde ich auch sogar sagen, wenn jemand Zelda 1 und 2 spielt und sich nicht entmutigen lässt und sagt, oh mein Gott, was ist das, das gefällt mir nicht, das will ich gar nicht spielen. Also, ich will keine Zelda-Games. Wenn jemand Zelda 1 spielt, es gefällt ihm nicht und er sagt daraufhin, er will gar keine Zelda-Games spielen, richtig? Arsch. Wenn jemand aber Ocarina of Time spielt und dann zu Zelda 1 zurückkehrt, ist es noch arscher, weil er sich dann denkt, oh mein Gott, was ist das eigentlich? Whatever, sind schon sehr gut geeignet für Einstieg. Es sind halt noch zwei sehr andere Spiele, aber es sind halt beide recht beliebt. An einem davon wirst du schon Start finden. Wenn du bei zwei bist, dann wird es OT und umgekehrt. Und wenn beide nicht sind, werdet ihr keine Freunde. Ja, du bist auch eine Erkung, aber Speedy fehlt auch nicht viel. Wow. Alles klar, ich spiele als erstes ELT. Und schon machst du dich bei mir unbeliebt. Drei Menschen habe ich tatsächlich noch nie getroffen. Was für einen Menschen? Der Color Splash mag. Das ist halt leider das gleiche Spiel, aber nur in 3D. Dann Spirit Track. Keine Ahnung, dazu kann ich nichts sagen. Link's Awakening ist auch nice. Link's Awakening ist cool. Jetzt ist aber komplett am Arsch. Achso. Weil mein Hund vor die Tür gelegt hat. Ah ja. Stimmt, Spirit Tracks ist das, was Liebling, ja. Du hast recht. Das liebt Spirit Tracks. Hab ich nie gespielt. Wie schaffst du es? Ja, fick dich doch. Wie schaffst du es jedes Mal zu dodgen? Ein Upgrade der Spiele ist immer einfacher zum Handhaben als ein Downgrade. Wow, ich kann heute echt nichts mehr. Er springt natürlich genau auf mich zu. Wenn du Breath of the Wild gespielt hast, wird die Zelda 1 nicht wundern. Okay. Hast du endgültig den Aluhut aufgesetzt, oder? Mir ist schon bewusst, dass die geschichtlich irgendwas irgendwie miteinander zu tun haben, aber wow, er dodgt es schon wieder. Aber du vergleichst halt schon wieder. Natürlich verfehlt das auch. Gratulation an mich, voll verkackt. 5-4. Überlebt. Wow, ich hätte es fast richtig geil gemacht. Nein, die Tech-Demo von Breath of the Wild und nicht sonst eine modifizierte Version von Zelda 1. Okay, trotzdem. Ein Spiel. Was tötet mich einfach? Den Urgroßvater eines Spiels mit einem modernen 3D Open World Game. Zelda 1 ist auch bis zu einem gewissen Grad Open World, soweit weiß ich das schon, das ist mir bewusst. Wow. Und er fickt mich schon wieder nieder. Ja, komm.
Aber das ist eigentlich das Äquivalent, wie wenn du sagen würdest, ja, wenn du Odyssey spielst, wirst du Super Mario Bros. 1 verstehen. Das tut mich. Die Kombination an Angriffen, das geht so nicht. Sie mögen vielleicht aufeinander aufgebaut sein oder irgendwelche Verbindungen miteinander haben, du kannst es trotzdem nicht in den Vergleich setzen. Wirklich nicht. Setz irgendeinen Pleb an die Konsole, spiel ihm Breath of the Wild ab und spiel ihn dann Zelda 1 ab und sag, voneinander probierend. Würde ich auch anschauen, dir sagen oder dich fragen, ob du komplett daneben bist. Er hat tatsächlich noch eine dritte Phase. What the fickety fuck? What the fickety fuck? Oida, was ist das für ein Bossfight? Mein SMB1 ist in Odyssey drin. Ich sag dir trotzdem, nimm bitte den scheiß Aluhut ab. Ich finde, Physik sind in beiden beim 2D-Bereich komplett scheiße. Jetzt aber nicht irgendeinen Depp an die Konsole, sondern Speedy. Wo diese zwei Angriffe miteinander zu kombinieren. Der alte Five-Wall und dass er den scheiß Roblox nicht mitnehmen wollte. Du verhurter Bunzpisser, Bastard, Beidl-Arsch-Geschissener. Ja, ja, natürlich springst du genau auf meine Seite. Warum auch nicht? Wieder eine Five-Wall? Ah, immerhin getroffen. Jetzt zerstört er die Shell und weil er jetzt diesmal... Er macht von jedem Mal, macht er den Seitenwechsel. Wenn die Shell dort liegt, macht er plötzlich keinen Seitenwechsel mehr. Da aber Fuchtikus. Jeder Kuss ein Fruchtgenuss. Gott, ist dieser Boss anstrengend. Aber das war eiskalt tatsächlich wieder eine dritte Phase, das heißt, ich muss wieder 9 Hits schaffen. Er wollte sich nicht nennen. Nein, ist das dein Ernst? Dreckiger Beil-Arsch-Wichser. Du Bundschädel.
Mein Punkt ist ja primär, dass Breath of the Wild eine komplett andere Struktur haben, weshalb man völlig was anderes erwarten. Ebenso würde ich behaupten, dass man sich wundert, wenn man nach OTP dann ELTTP spielt. Die Struktur ist ja mehr oder weniger gleich nur ausgebaut und das gleiche würde ich bei Zelda 1 Breath of the Wild. Nein! Zwischen OT und ELTTP ist wieder ein arger Unterschied. Du kannst nicht Super Mario World mit Mario 64 vergleichen. Du musst besonders gerade bei Zelda zwischen 2D-Zelda und 3D-Zelda unterscheiden. Das ist eine Tatsache. Genauso wie du bei Mario zwischen 2D und 3D halt unterscheidest. Wow, und er springt natürlich ins Gesicht. Vergleiche ELTTP mit Link's Awakening. Das ist ein Vergleich, den du bringen kannst. Jetzt macht er die Shell. Oh, das habe ich gut gemacht. Oh, ich bin tot. Und das habe ich nicht gut gemacht, weil ich hätte es geworfen. Es sind schon wieder die Kombination aller Attacken, wie sie kommt in der ersten Phase, ist so dermaßen ausschlaggebend. Wow. Wow. Du kannst halt auch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Sie sind Obst, ja klar. Sie gehören zur Sorte von Obst. Sie schauen anders aus und sie handhaben sich auch anders. Vielleicht ist Äpfel und Birnen noch ein zu naher Vergleich. Dann nehme ich von mir aus eine Apfel und eine Pflaume. Oder eine Pflaume und ein Pfirsich. Ist beides Kernobst, wenn ich gerade nicht ganz falsch liege. Oder wie auch immer das heißt. Und trotzdem, Steinobst, danke, nicht Kernobst. Ja, Steinobst, ich meinte Steinobst. Danke, 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 danke. Fick mein Leben. Kick's nicht mal Uhr aus, wollte ich gar nicht. Hast du Cityland gespielt? Ja, habe ich. Ich erinnere mich kaum daran, aber ich habe es gespielt, ja. Ich fand es ein ganz okayes Game. Ein ganz cooles Game. Hm. 3D Land kannst du original nur mit 3D World vergleichen. So. Eine Banane und eine Schildkröte. Kommen bei Donkey Kong Schildkröten vor? Nein. Also Bananenschildkröte kann man vergleichen. Ja, natürlich. Würdest du sagen, dass es eher SMB3 oder SMB64 ist? Weder noch. Free Land und 3D World sind die zwei großen Ausnahmen, die man weder in das eine noch in das andere einpacken kann, weil sie stilistisch in beide reinpassen auf ihre eigene Art und Weise. 5 War GG. Und beide in Mario Kart vor. Fair enough, ja. Weil sie sind halt 3D Land und 3D World ist halt ein Gemisch aus. Wow. Aus beiden. Es ist ein Misch aus SMB3 und Fuck My Life. Und Mario 64. Doch nicht. By the way, ja. Yeah. Ja.
Ja, nachdem mehr oder minder keiner auftaucht. Bis auf Leute, die ich eigentlich nicht haben will. Was heißt du mal von Tabletop alle paar Wochen? Hätte ich nichts dagegen. Das war ja auch eigentlich der ursprüngliche Grund, weswegen ich es für dich und noch für ein paar andere besorgt habe. Weil ich irgendwie wollte, dass man Tabletops oder so irgendwie angeht. Das gibt es doch nicht. Wieder eine Five-Wall. Und wie soll ich das nicht? Fick dich halt. Du hast eine coole Alternative zu Codenames gefunden. Ich habe auch eine ziemlich coole Website gefunden. Die nennt sich Board Game Arena. Soweit ich das gelesen habe, ist das kostenlos. Man kann sich anmelden. Und es gibt massenhaft an Board Games dort. Jetzt wollen wir ultimativ in Agree to Disagree angekommen sind. ASPD mit dem selben Status. Ja, ich glaube nämlich, dass man diese Karte braucht, weil sonst ist man lost. Und ich gebe dir den ultimativen Trick, den ich von mehreren Leuten gehört habe. Grumble Grumble heißt Hunger. Auf der habe ich mich, glaube ich, auch angemeldet für irgendwas, benutzt aber nur Tabletop. YouTube? Was YouTube? Nein, nicht YouTube. Bitte Spin. Er macht's natürlich wieder genau verkehrt. Kannst du mich bitte töten? Aber warum der ultimative Agree to Disagree? Du hörst dich an wie jemand nach einem Streit. Ich sehe es aber nicht als Streit. Weil du so Streit siehst, it's a you problem. Also meinst YouTuber zum Ultimate? Nein, ich meinte tatsächlich Grumble Grumble heißt Hunger. Ich weiß nur, dass Zelda 1 schon wieder, er macht wieder dasselbe, ein sehr kryptisches Game ist. Apropos sehr kryptisches Game. Hat Dosso eigentlich seine Liste an Stream Games? Ich habe sie schon in Discord geschrieben, ich habe die Stream Game Liste jetzt zumindest Steam-technisch aktualisiert. Die ist jetzt vollständig und das nächste Projekt wird mit darf ich dich auch irgendwann hauen? Shit. Das nächste Game wird mit einer absoluten Sicherheit Pizza Tower werden. Scheiße ist er nicht, aber ich glaube, wenn ich sage, dass man 3D Land mit einem SNW vergleichen kann, du sagst, das geht nicht. Es ist halb SNW. Es ist aber auch halb Mario 64. Und jetzt kann weiter diskutieren, die Energie es wert sind, den anderen noch groß vom Gegenteil zu überzeugen. Ich will auch niemanden überzeugen. Nein, ist das dein Ernst? Ja, fick dich halt, du Huren Bastard, Scheißdrecks. Muss ich mir nur merken, ich hatte sowas schon wieder vergessen. Hat der mit Honorable Mentions. Ah ja, stimmt, der hat ja die Honorable Mentions auch rausgehauen. Ja, also Pizza Tower, ich glaube, da ist das Interesse am höchsten und ich habe auch nichts dagegen. Besonders weil Pizza Tower diesen absoluten Banger-Song hat.
Er macht es ja nochmal extra. Ich bin doch nach oben gesprungen. Warum war mein Momentum? Und beim Rest, ja, da werde ich eine gute Balance finden. Welche Games da noch dazukommen. Was ich mit Balance meine, ist eine Genre-Balance. Ja, aber gibt ja auch nicht mehr groß was dazu sagen, oder? Nein, eh nicht. Mega Song wirst du auch oft genug hören, danke. Da wussten sie ganz genau, was sie machen. Das hat das, glaube ich, auch gewollt. Cat-Robot, du meinst Gato-Roboter. Ist ein Metroidvania, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hab schon lange kein Metroidvania mehr gespielt, fällt mir auf. Das letzte müsste Ori gewesen sein. Oder habe ich noch eins gespielt? Der praktisch dasselbe Name auf einer anderen Sprache. Da funktioniert das aber nicht. Cat Quest heißt ja auch Cat Quest und nicht Gato Questo. Ich wusste, es ist passiert. Du wusstest instant, was ich meine. Nein, ich wusste nicht instant, was du meinst. Ich habe geraten und du hast es mir bestätigt, was ich meine. Also, ich habe nicht geraten, ich habe geschätzt. Geschätzt ist, glaube ich, der bessere Begriff dafür. Ich hasse dich so viel. Das war arschknapp. Okay. Natürlich kommen jetzt Hämmer. Du hast instant richtig geschätzt. Sonst müsste ich halt schauen, ob ihr irgendwelche anderen Überlappungen habt. Ich habe nur gesehen, dass... Ich glaube, Dosser wollte Pizza Tower Bash, hat ja Pizza Tower schon seit... gefühlt 8 Monaten die ganze Zeit in seinem Wortschatz angebracht. Fuck, dieser Stein, Alter. Und dann kommen die Hämmer. Natürlich kommen dann die Hämmer. Ich bin mir langsam im Schlafen, ich bin schon müde. Viel Spaß noch mit grimmigen überdimensionalen Schildkröte mit Stacheln. Vielen lieben Dank. Schöne gute Nacht. Mach's gut. Ich werde auch nicht mehr besonders lang machen. Eigentlich sollte ich Schluss machen. Es ist 1.14 Uhr und ich muss morgen arbeiten. Und morgen wird ein später vielleicht kein Stream stattfinden. Ich bin morgen Abend bei einem Comedian. Seit wann hast du Wind? Das ist ja komplett neu. Kennt man den? Ist der Blaubeere? Ich hab schon wieder vergessen, wie der geheißen hat. Warte kurz. Heidelbeer Hugo. Der Heidelbeer-Hugo. Der ist auf Instagram und dergleichen unterwegs.
Und ziemlich witzig. Ach, fick dich doch, Alter. Ja, trotzdem. Heidelberg Hugo klingt nach einem Gesurf. Könnte auch ein Gesurf sein, ja. Ja, und danke. Pizza Tower ist mein Game of the Year 23, trotz Wonder und Ding. Krass. Hast du die Wario Land Games eigentlich gezockt? Asking for a friend. Ja, come on. Ich hab's mir geholt, damit ich's in den Sand setze. Gratulation. Das ist ja sehr stark an Wario Land 4 vor allem inspiriert. Oder von Wario Land 4 inspiriert. Wobei ich Wario Land 4... Also 2 finde ich am besten, 3 fand ich echt ziemlich gut, 4 fand ich... Ja. Und 1 weiß ich gerade nicht einmal, welches Game das ist. Weiß das nicht 6 Golden Coins oder so? Oder sind das wieder getrennte Games? Ich bin mir bei diesen ganzen... Wow, dass du jetzt extra lang machst. Ich habe den auf dem Advance gespielt und ich sah die Inspiration, kam aber nicht durch. Okay. Na, machst du aber noch, weil ich bin auch schon so 20 Minuten im Bett, aber lohnt es sich noch am Handy aufzudrehen? Nein, ich werde gleich... Ich versuche verzweifelt einen Fortschritt zu sehen. Aber je mehr ich... Ich habe gerade die Stimme verloren. Je mehr ich hier dran sitze, desto weniger aktiven Fortschritt. Ich meine, ich habe heute einen riesen Fortschritt gemacht. Ich habe 6-7 Hits geschafft. 6 Hits auf jeden Fall. Das ist ganz schlecht. Was ging sie noch aus? Dankeschön. Das war so klar. Es war so klar. Weil du natürlich machst du jetzt auch noch einen 5-Wall, weil du ein Bastard Sondergleichnis. Ist in Wario Land auf dem Gameboy eher Puzzle fixiert? Na. Was für Puzzle? Nein, wirklich? Wow. Fuck. I mean, manche Sachen könnte man irgendwie schon als Puzzle sehen, I guess. Anstatt dass ich ihn gleich hätte, nein, ich warte noch extra wie ein. Ach, come on. Jetzt versuche ich mal. Oh, wow, und er springt direkt in mich rein. So, last try. Let it be a good one. Ja, come on. Boah, jetzt hat das zerstört und ich bin tot. Ach Gott, es lief so gut und dann lief es nicht so gut. So. Ah, drehen wir jetzt ab. Und den drehen wir ab. Hallo? Da. Weg. Es ist so verfickt heiß hier drinnen. Ich habe immer noch 30 Grad im Zimmer. Das ist eine Katastrophe. Was ist ein blödes Wort, der in größerer Fokusnummer wie Wario mit der Umgebung seinen Formen integriert in deinen Pizzadown und Wario Land 4 auch. Aber in den beiden ist Geschwindigkeit ein größerer Faktor. Das stimmt, ja. Das ist in den vorherigen nicht so. Da hast du absolut recht. Da hast du zu 100% recht. So.
Dann gehen wir hier ins Ende über. Ich bedanke mich recht herzlich an alle, die mit dabei waren. Ich bedanke mich an die Raider, an die ganzen Follower und an die Subs. Weiß ich wirklich arg sehr zu schätzen, auch wenn die Herrschaften nicht mehr da sind und schon schlafen. Ich schicke euch noch rüber zum lieben Joker. Der spielt Bully. Ein altes Retro-Game, ein relativ cooles. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht, einen wunderschönen Morgen Mittwoch. Eventuell sehen wir uns. Falls nicht, sehen wir uns am Donnerstag auf jeden Fall. Macht es gut. Passt auf euch auf. Bis dahin. Peace out. Ciao. Tschüss. Adios.